Mit Skate City ist vor, ich glaube, 2 Tagen auf zumindest mal dem Xbox-Marktplatz ein kleines Indie-Game erschienen, das ich mir unbedingt anschauen wollte, denn der ein oder andere weiß vielleicht, ich war in meiner Jugend auch Skater. Ich war scheiße, ich war richtig mies, ich war total schlecht, konnte gar nichts, aber ich habe es geliebt und ich habe bisher alle Skateboard-Games geliebt, die ich je gespielt habe, angefangen von Skate or Die über die Tony Hawk-Reihe und Thrasher damals auf der PlayStation 1 bis hin zur Skate-Serie von EA fand ich alle super geil. Also nicht alle Tony Hawks waren geil, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen wollte ich mir Skate City unbedingt anschauen, hab mir das Ganze runtergeladen und wir starten das Ganze jetzt mal. Das ist also ein kleines Ersteindrucksvideo. Ich habe das gestern Abend schon mal ganz kurz im Wohnzimmer angezockt. Der lädt jetzt hier gerade noch meinen Spielstand. Und das Ganze ist ziemlich cool. Ich muss hier gerade mal doch die Mucke andrehen, sonst hört ihr die ja gar nicht. Die ist nämlich voll chillig, Leute. Also, was ist Skate City? Skate City ist im Prinzip, ja, so ähnlich, so ein bisschen Ähnlichkeit hat das mit Olli Olli, was vielleicht der ein oder andere kennt, aber ich finde es nicht ganz so schwer. Also, es ist einfach ein chilliges, kleines Skateboard-Spiel. Es gibt hier verschiedene Spielmodi. Es gibt auch Sachen, die man hier irgendwie freischalten kann. Da habe ich mich überall noch überhaupt gar nicht mit beschäftigt. Ich habe bisher einfach nur den Endless Skate Mode gespielt. Den finde ich super geil, einfach um mal ein bisschen abschalten zu können. Also, mit der A-Taste pushen wir unser Board und dann haben wir die beiden Sticks. Und es ist egal, welchen Stick man in welche Richtung bewegt. Der rechte Stick macht immer eine Nolly-Variante, der linke Stick macht immer die Olli-Variante. Und dann muss man einfach nur den Stick in irgendeine Richtung flippen, um letzten Endes hier einen Trick zu machen. Und das ist ziemlich cool. Also man hält die Richtung gedrückt, zum Beispiel jetzt hier schräg oben, ihr seht es unten eingeblendet. Und wenn man loslässt, wird der Trick dann durchgeführt. Es gibt auch Grinds. Also wenn man an einer Stelle, wo man grinden kann, einen Trick macht, dann grindet der Junge automatisch, man muss nichts weiter drücken und dann hat man die L- und R-Trigger, um die Balance zu halten. Da bin ich voll auf die Schnauze gefallen. Das gleiche funktioniert auch für Manuals. Also wenn man hier einen Trick macht und vor der Landung die L-Trigger oder R-Trigger drückt, dann wird direkt der Manual durchgeführt. Das war knapp. Und so funktioniert das Ganze. Was ich bisher noch nicht rausgefunden habe, wir haben hier nur Flip-Tricks. Wir haben keine 180s oder 360s oder sowas. Da habe ich echt noch nicht rausgefunden, wie die funktionieren. Ah, jetzt habe ich es rausgefunden. Ui, das war dumm. Und zwar mit den Bumpern, mit dem rechten Bumper zu machen. Meine Hände sind gerade nicht in der Lage, das, was mein Gehirn hier vorhat, umzusetzen. Alles klar. Verstehe. Also, wenn man in der Luft rechte oder linke Trigger-Taste drückt, dann wird entsprechend ein Turn durchgeführt. Alles klar. Grab-Moves habe ich bisher wirklich noch keine gesehen. Ich bin auch wirklich noch nicht weit in dem Spiel. Wie gesagt, ich habe das vielleicht eine halbe Stunde gespielt. Das ist nur ein Ersteindruck. Aber ich finde den Artstyle ziemlich chillig. Diese Low-Poly-Variante hier mit diesen ja, matten Farben, den schönen Lichteffekten und so weiter. Und ich finde die Musik im Hintergrund einfach auch richtig schön chillig. Na, das sind alles so bisschen Hip-Hop-Beats mit ein bisschen noch elektronischer Musik dabei. Von elektronischer Musik bin ich persönlich jetzt nicht so der Fan, aber eigentlich ist hier für jeden was dabei. Das Ganze kostet 15 Euro und ich bin gespannt, wie hier die Langzeitmotivation für mich dann über einen längeren Zeitraum aussehen kann. Aber ich glaube, das ist ein Spiel, das, wenn ich mal Langeweile habe und ich weiß, was ich sonst spielen soll, ich immer mal wieder gerne für 3, 5 Minuten irgendwie reinlege und einfach mal ein bisschen hier durch die Gegend cruise. Das war natürlich ein ordentlicher Bail. Das soll es auch schon gewesen sein, Leute. Ich wollte euch wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Eindruck geben in Skate City. Wenn euch das Ganze gefällt, 15 Euro auf dem Xbox Live Marktplatz. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das auch für andere Plattformen erschienen ist. Müsst ihr halt mal schauen im Store eurer Plattform. Das war's von mir. Schönes Wochenende oder was für ein Tag auch immer heute ist, wenn ihr euch das Ganze anguckt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye.